Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ein sehr wichtiges Thema, was die FDP hier in die Debatte einbringt. Und da ist zu sagen, die individuelle Freiheit, Wohneigentum anzuschaffen, ist subjektiv und in einer freien Gesellschaft überhaupt nicht zu hinterfragen. Die psychologische und tatsächliche Sicherheit im Alter mit Wohneigentum ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein wichtiger Baustein innerhalb unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Und wir haben, das wurde auch schon angedeutet, bei Wohneigentum sind wir fast Schlusslicht in Europa. Hinter uns kommt nur noch die Schweiz. Wir haben 51,1% und Rumänien liegt im Vergleich dagegen mit 95,8% Wohneigentum. Also da müssen wir mal die Statistik gucken, so ist das. Also wir sind fast Schlusslicht in Europa. Kann ich noch erwähnen, dass Sachsen auch noch Schlusslicht in Deutschland ist als Flächenland. Meine Damen und Herren, Wohneigentum ist auch ein Spiegelbild der Ideologie in der Gesellschaft. Wir haben auch die berühmte Neiddebatte, die von einigen hier dabei aufgemacht wird, gerade beim Wohneigentum. Und das ideologische Verhindern von der Bildung von Wohneigentum, da haben wir ja auch Zeitzeugen hier in der ganzen Partei sitzen, die hat das ja miterlebt, was da alles so passiert, wie das dann im Wohnungsmarkt aussah, wenn wir kein Wohneigentum haben, meine Damen und Herren. Also die DDR hat uns das vorgemacht, Bleileitungen hatten wir damals und kaputte Abwasserrohre und kaputte Fenster und mit 6 Ampere abgesicherte Aluminiumleitung. Also das war ganz toll, wer das miterlebt hat, der weiß, was passiert, wenn der Staat allein hier tätig wird. Meine Damen und Herren, die Grünen kommen ja auch jetzt zu Wort, der Herr Habeck wird zitiert, ich zitiere mal, Verbote sind die Bedingungen für Freiheit. Verbote sind die Bedingungen für Freiheit. Ganz toll. Ich bin dankbar für die Formulierung. Da wissen wir endlich mal wirklich genau, wo diese Leute stehen. Und ich hoffe, dass einige Wähler wirklich mal überlegen, was das für eine Partei ist. Und Herr Hofreiter, der möchte ja nun, dass gar keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden. Er will in die Höhe bauen, weil wir ja so wenig Platz haben. Ja, warum haben wir denn so wenig Platz? Weil auf einige hier in diesem Haus Deutschland als Einwanderungsland erklärt haben. So ein Blödsinn. Aber so ein Blödsinn. Ein Einwanderungsland hat Fläche, meine Damen und Herren, und die haben wir gerade nicht. Und das haben Sie damit bestätigt. Australien, USA und so weiter, das sind Einwanderungsländer, Kanada. Aber wie gesagt, so weit können Sie ja nicht denken. Und das geht dann nur noch weiter. Wie gesagt, Vermieter gleich reich, der Vermieter ist gleich arm. Damit wird das noch ergänzt. Also ich sagte schon, die sogenannte Neiddebatte. Meine Damen und Herren, Schutzgesetze sind im Mietrecht und im Wohnungsrecht notwendig. Hören Sie zu, jetzt rede ich doch für Sie mit. Aber sie müssen natürlich auch angemessen sein. Und das sind sie oftmals nicht. Es sind eine Bremse dann bei der Anschaffung von Eigentum. Meine Damen und Herren, volkswirtschaftlich gesehen und gesellschaftlich hat das eine ganz große Bedeutung, die Förderung und Entwicklung von Wohneigentum. Das fiktive Bewirtschaftungspotenzial, das man mit der VWL schon mal gehört hat, liegt bei ungefähr 100 Milliarden Euro per anno. Das ist das Potenzial, was man im Betriebsrecht so als der Unternehmerlohn mit einbaut, der an sich gar nicht zum Tragen kommt. Das sind also die Aufwendungen, die die Eigentümer leisten, ohne dass Lohnarbeit dabei anfällt. Das heißt, die stellen die Gärten in Ordnung, die bauen an den Türen und Fenstern, die machen und schaffen und tun und machen alles Mögliche. Und diese Wertschöpfung, die wird total unterschätzt von den Leuten, die immer alles verstaatlichen wollen. Dass diese private Leistung, haben wir in der DDR gemerkt, die kam dort nicht zum Ausdruck. Deswegen ist der ganze Laden auch zusammengebrochen. Das müssen Sie endlich mal verstehen. Eigentum im Wohnungsreich ist volkswirtschaftlich ein riesengroßer Faktor. Meine Damen und Herren, die Grunderwerbsteuer von 3,5 bis 7% ist natürlich auch so eine Sache, die das wieder kaschiert. Ihr kommt bei 500.000 Erwerb, bei 35.000 Euro Grunderwerbsteuer. Meine Damen und Herren, da können sich viele Familien, können sich die ganze Wohnungseinrichtung für kaufen, was allein dort abkassiert wird. Hier muss wirklich drüber nachgedacht werden. Und wir sind der Meinung, das ist nicht angemessen. Die Förderung, Raumförderung oder Eigentumsförderung sind ja positiv, haben wir ja einige auch schon genannt. Aber teilweise sind auch die Gemeinden nicht sehr kooperativ dabei. Ich denke mal zum Beispiel in § 7i folgende Einkommensteuergesetz, wenn einer ein Denkmal kauft, dann hat er oft Schwierigkeiten, von der Gemeinde Unterstützung zu bekommen, übertriebene Forderungen und sehr pingelig. Und dann wird auch noch Geld dafür verlangt, dass wir das mal bestätigen. Also das erschwert natürlich gerade die Eigentümer, die auch für die Kultur in unserem Lande bei Errichtung oder Kauf eines Denkmales sehr viel auf sich nehmen. Meine Damen und Herren,
In den 80er Jahren waren ja auch schon mal sehr gute, günstige Bedingungen vorhanden. Ich erinnere an die Senkung der Kaufnebenkosten, also Notar- und Umschreibungskosten auf den ermäßigten Steuersatz. Ich erinnere daran, dass die Grunderwerbsteuer total weggefallen war. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wurde sie nicht angesetzt. Wir hatten auch die steuerliche Erleichterung über die 7b-Abschreibung. Also es war alles schon mal da und viele Dinge hätte man wirklich behalten können. Ja, kommen wir zum Schluss. Meine Damen und Herren, die Diskussion über den Lastenausgleich in Form von der Corona-Krise schwebt auch im Reim. Ich warne davor, wenn Herr Kollege, Sie haben noch einen Satz jetzt. Ja, letzter Satz. Mit dem Artikel 14 begründet werden soll als Grundgesetz, ist das sehr gefährlich, meine Damen und Herren. Recht vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Sören Barthold, SPD-Fraktion.